Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Paskalationskanal. Ihr wisst Bescheid. Und zwar habe ich euch immer versprochen, wenn mich mal jemand gefragt hat, ob ich meine CD-Sammlung mal zeigen kann, habe ich einfach eine Abonnentenzahl so als Ziel genannt. Die 200 Abos, die haben wir jetzt sogar überschritten. Digga, jetzt wird die 300 als nächstes angegriffen. Digga, danke nochmal an jeden, der supportet und jeder, der dieses Video sieht. Ich habe ein Gewinnspiel gestartet letzten Mittwoch. Alles, was ihr dazu wissen müsst, seht ihr in meinem Video. Das war das letzte Video, was ich gemacht habe. Oder? Es hieß auf jeden Fall Danke für das Jahr 2022, bla bla bla, steht auch dran. Draufklicken und da wird alles gesagt, was ihr für das Gewinnspiel wissen müsst. Und jetzt zeige ich euch meine CD-Sammlung. Boom. Da haben wir einmal Shindy mit Drama. Mit seinem Comeback, Digga. Digga, war ich glücklich. 2019 war das. Da haben wir hier Ali Boumaier, One Bin in the Jungle. Hoffentlich kommt von ihm dieses Jahr auch noch ein Album. Ich feiere Ali sehr. Sex ohne Grund oder BLN, Kimbo Slice mit Bushido und Shindy. Weißt du, Digga, Ali war es auch übelst lustig, Digga. Ist schon cool. Sind alles EPs. Zeige ich jetzt nicht extra. Fahrt, Esna Sisi. Ist halt King of Themen. Songs ist Fahrt. Ja. Habe ich jetzt nicht so viel gehört, außer diesen Track mit Kollege und Asche, Sinaloa. Sorry, wenn ich ein bisschen down bin oder so. Wir haben schon 1:30 nachts oder so. Ich habe das Video schon einmal gedreht. Ist so geklappt, wie ich wollte. Auf jeden Fall haben wir Flair. Album ist gut, aber gibt schon einige Alben, die ich krasser finde, wie Vibe, Colucci oder die Straßen nicht vergisst oder so ähnlich. Und keiner kommt nicht mit mir klar. Die Alben vom Flair fand ich einfach krass. Crossover war halt auch sehr Mainstream, war so aus Pop, Rap, Rock, so allen Einflüssen, haben die was Neues versucht und so habe ich ja schon öfter was zu gesagt und so. Ist ganz nice, aber der Rap fehlt ein bisschen, aber der kommt ja jetzt beim neuen PA Sports und Keanu Album. Da haben wir natürlich Casey Rebel und Summer Jam mit den Klassiker Maximum 1, Musilago oder ist es nicht jetzt? Digga, sind schon geile Songs, auch der Autocontrol mit Hamza oder Musilago. Geile Dinger drauf. Da haben wir King Khalil Soloalbum, Kuku-Effekt, ja. Mit Features hat er da schon. SA4, Kool Savas, Chillo und Abdi sind drauf. Kapi ist natürlich drauf. Prinz Pi, Massiv, Digga, für ein erstes Album, Alter. Krass. Dann kommt hier sein nächstes Album direkt hinterher. BTK, King Khalil. Habe ich schon öfter was zu gesagt. Feier ich übertrieben das Album. Ist nice. Unbedingt abchecken, wer es nicht kennt. Da haben wir Asphalt Massacre 2 aus der Trilogie von Asphalt Massacre. Ich hoffe zwar, dass noch ein vierter Teil erscheint. Ich habe sowas in diesem Jahr irgendwie so. Ich glaube, dass da was kommt. Das sind G-Style, Echo, Summer, Leyona, Jam, nochmal Hengst, Manuelsen, LG und Cupcakes und LG nochmal drauf. Und Cupcakes hört man auch gar nichts mehr, ne? Dann haben wir hier Sido. Mit dem Album von der Box, die es auch zu gewinnen gibt. Da ist einmal 2 und 2 mit Apache, finde ich sehr geil. High finde ich glaube, das ist der Song mit Samra, ne? Und Energie mit Luciano finde ich auch sehr geil. Ja, das Cover ist natürlich auch sehr nice. High und Hungrig 2. Ja, hat alles abgerissen damals so. Ich habe es mir im Nachhinein gekauft, deswegen kann ich nicht ganz so viel sagen zu dem Album. Aber nice. Beuteschema war halt so, das sind diese Halunken-Sampler mit Esther, Punch Arroganz, Twist, Cassius Clay, diese Battle-Rapper, die alle gesigned hat. So, war jetzt nicht so meine, sind nicht so meine Rapper gewesen, aber haben ein paar ganz nice Sachen gemacht. Dann haben wir hier Genetik, achter Tag, sehr, sehr nice. Ist auch sehr Hip-Hop-lastig, Genetik immer. Wünsch dir was. Rap Superstar, achter Tag, Django, fand ich sehr geil. Die Welt heilt. Auch Sido und SSIO sind drauf zum Beispiel. Checkt ab. Dann haben wir hier Timatic, nach dem JBB-Sieg, fand ich sehr krass. Was heißt sehr krass? Ich fand es schon echt gut, das Album. Ist, glaube ich, auch Top 20 gechartet direkt. Meisterreportagen kenne ich auch seit dem Album. Also hat sich gelohnt für mich. Meister hat auch eine EP rausgebracht. Checkt das ab. Hier haben wir Echo Fresh, sein erstes Platz 1 Album.
Hier die ganzen Tracks, die da drauf sind, Feature-Leute, ich wollte jetzt nicht alle vorlesen. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Sorry, Leute, ein paar EPs, wollte jetzt nicht die EPs auch noch zeigen. Dann ist es Yuri. Bam, der erste Teil davon. Sehr, sehr nice. Refugees, oder wie man das ausspricht. Toto Original. Fand ich geil. Blutgruppe Testo, sehr, sehr geil. Vollspannschuss, aber ich fand den zweiten Teil dann doch um einiges stärker. Haben wir Dreams, auch ein sehr krasses Album, hat ein bisschen so den Glanz verloren, weil die Box, der Hate um die Box so groß war, dass die Leute nicht so über das Album geredet haben. Aber sehr krankes Album. Check Dreams ab, wer es noch nicht kennt. Yoshimitsu, dann habe ich nur dieses Album, habe ich mir damals geholt, weil ich war so die FIFA-Zeit auch von mir, Digga. Und der hat einen Song rausgebracht, der FIFA hieß, Alter, und dann habe ich ihn einfach supportet, so auf Ehre. Dann Gent und so habe ich mir wegen Kollegah-Signing natürlich geholt. Wenn er mich jetzt nicht nochmal überzeugt, glaube ich auch nicht, dass ich mir nochmal ein Gent-Album holen werde. Aber wer weiß, Digga, schließt es jetzt nicht aus. Wenn jemand mich dann doch von Nachhinein wieder überzeugt, so, warum nicht, Alter? Dann haben wir hier Raf Camora natürlich mit Anthrazit. Das war so das Album, wo das erste Mal der Hype mit einer Solo-Platte kam, wo Primo drauf war, alles probiert oder andere Liga und so weiter. Die 187 Gang ist natürlich vertreten. 187 Raff kann man schon fast sagen. Play mit Babylon, sein erstes Album, davon wird der zweite Teil kommen. Freue ich mich übertrieben drauf. Er hat sich ja bei Kugelsicher, Jugendlicher viel ausprobiert. ASAP war überhaupt nicht mein Ding. Und jetzt wieder zurück zu den Wurzeln, Digga. Geil. Berlin lebt 2. Waren nice Tracks drauf. Teledim fand ich zum Beispiel übertrieben geil. Aber auch viele Tracks, die mir nicht so gefallen haben, Digga. Aber, warum sag ich jetzt, Digga? Ach, ich bin total verpeilt schon. Wenn die Straßen nicht vergisst, das ist das Album vom Flair, wovon ich vorhin gesprochen habe. Dieses Album ist richtig Straße, richtig Ghetto. Ich feiere dieses Album sehr. Frank Wright. Wer weiß, ob man Frank Wright nochmal hören wird. Ich glaube es nicht. Suna, Melle 7, davon kommt der zweite Teil diesen Monat, glaube ich, digital. Auch ein geiles Album gewesen. Nummer mit AZ und Noisy. Nash ist zweimal vertreten natürlich. Auch Ghetto, Gucken Mama, ist geil. Kazal Remix. Also Kazal, finde ich geil. Mit Maryam Yassin. Ganz starkes Ding. Nimo Original. War ja sehr reflektiertes Interview, hat er damals geführt. Fand ich sehr, sehr nice. Hat sich gut weiterentwickelt und Digga, läuft doch bei ihm. Einer der krassesten Newcomer, nicht Newcomer, aber einer Untergrund-Rapper, der viel weiter oben ist von dem, was er kann, von der Lyrik, von den Bars, von der Attitude. Feier ich übertrieben. Michael zu dem fucking O, check den ab. Hier nochmal das Cover. M 3-0 mit dem Album Mozone. Ich fand seine erste EP, wo Segen und so drauf war, fand ich stärker auf jeden Fall. Ja, waren auch ein paar gute Tracks drauf, wie Liga mit Jalil oder Siedlung fand ich sehr geil. Engel mit Nico und Mike Lowe ging auch klar. Energie natürlich mit Flair. Kein Limit war auch noch sehr nice, aber seine EP fand ich dann doch noch um einiges stärker, die Tracks. Um einiges ist ja immer so Übertreibung, aber ihr wisst schon. BMW, Bushido, K. Flair. Ich fand das Album sehr geil, aber hatte halt überhaupt keinen Hype. Also es hat so 40, 50.000 oder so. Es hat sich auch natürlich gut verkauft, so für ein Rap-Album, klar. Aber natürlich, wenn K. Flair und Bushido ein Album machen, dann muss es schon Gold gehen. Dann 7. 7 ist die erste CD, die ich mir jemals gekauft habe. Ich habe schon Alben gehört davor, aber die erste CD, die ich mir gekauft habe, war 7 von Bushido mit Reich mir nicht deine Hand, gibt es dich, alles verloren, keine Sonne mit K, Asylantenstatus, dass sie dazu kein Video gedreht haben, Digga, was ein Hit. 18 Karat, Pusher hier am Start, das erste Album von 18 Karat, das ich mir geholt habe. Sein erstes Album auch über Banger-Musik, soweit ich weiß. Digga, nice. AMYF. Selbst ist der Mann lebende Legende. Es sind halt sehr viele Features drauf, sehr viele Songs, auch geile Songs. Theorie und Praxis oder Euer bester Feind feiere ich sehr. Zum Beispiel sind so meine Lieblingstracks. Da war Bushidos Karriere ja angeblich schon fast um. Selbst ich dachte, dass er vielleicht aufhört. Das Collabo von Chakusa, Raff und Yoshimitsu. Die Singles fand ich ganz nice, aber der Rest war auch nicht so mein Geschmack.
Ja, wie Obststand von Alex und Maxwell natürlich. 187. Check es ab. Da ging es ja auch. Die haben ja auch alles auseinandergenommen, 187, die letzten Jahre. Aber Sonny Black, davon kommt ja der zweite Teil angeblich in diesem Jahr. Mal sehen, ob der wirklich rauskommt. Also jetzt im April, meine ich. Übertrieben geiles Album, Digga. Das ist vielleicht das beste Gangster-Rap-Album, was bis jetzt rausgekommen ist. So für mich persönlich. Nur man kann es halt, ob man es jetzt noch so fühlt oder nicht, oder das ist so eine andere Geschichte. Ja, sau alt das Album, aber selbst da ist Keanu schon vertreten. Ja, was heißt sau alt, aber ist schon ein bisschen älter. Breiter als zwei Türsteher, bei Maggio ist so eine Geschichte. Ich fand den immer sehr nice, bis sein Album Frontal kam. Das habe ich halt überhaupt nicht mehr gefallen. Ist ja auch immer auf 1 gegangen, bis das Album Frontal kam. Und das mit Kodo natürlich noch. Hoffentlich kommt Maggio auch nochmal wieder in die Spur, so wie früher. Saad Halunke, ich weiß gar nicht, wie gut das ankam, aber mir hat das sehr gut gefallen. Halunke von Saad. Check das ab. Wenn es das überhaupt noch gibt. Dann ein Collabo-Album von Punch und Saad, Bang Bang. Das war, glaube ich, auch recht erfolgreich. Aber mein Ding war es jetzt nicht so. Dann Auge des Tigers von Maggio. Das war so, das war auf jeden Fall noch okay. Da war ja auch egal, was der Richter gibt drauf und so übertriebener Hit. Check das ab, Alter. Also Hit in Rap-Form, ne? Weil es natürlich kein Spotify-Hit. Dann haben wir hier noch Favorite. Das Album habe ich nicht so gefeiert. War ein paar nice Tracks drauf, halt Favorite. Das Album habe ich nicht so viel gehört. War jetzt nicht so ganz mein Ding. Genetik, fuck. Tracklist ist halt auch ein bisschen scheiße gemacht, finde ich. Dann haben wir hier natürlich Palme aus Plastik 2. Muss man nicht zu viel zu sagen. Alles zerstört. Gerade 500 PS oder Kokain mit Jesus. Ja, Mann. Digga, waren schon geile Dinger bei. Check das ab. Da haben wir hier Kollegah mit King. Ich glaube, das meist verkaufte Deutschrap-Album, was es gibt, sind dann so Tracks wie Alpha, King, AKs im Wandschrank, AKs im Wandschrank, meine ich natürlich. Du bist Boss, Universal, Lamborghini, Kickdown, Karate, Future und Casper. Digga, sind geile Dinger drauf, echt. Ali Boumaier, fette Unterhaltung haben wir hier noch. Erinnert mich an eine ganz geile Zeit, Digga. Falls du das Video sehen solltest, Grüße gehen natürlich raus. Ich habe da Urlaub verbracht zu der Zeit und da muss man immer dran denken an dieses Album, Digga. Hab ich auch ewig nicht mehr gehört, Digga. Fette Unterhaltung 2 muss her. Da haben wir natürlich Jasko, Fiasko. Ja, waren ein paar coole Singles bei, aber Jasko hat mich jetzt noch nie so geflasht. Mit Macho, die Dinger, die waren immer geil. Dann haben wir Kianosch mit dem Album Safe. War ein geiles Album. Habe ich übertrieben gefeiert. Push fand ich geil gegen den Rest. So jung. Oder Selfie mit Jamule. Jamule finde ich eh sehr krank. Also im guten Sinne. Haben wir hier natürlich noch Shindy, NWA. Kein Album habe ich gefühlt so lange gehört wie das Album. Übertrieben nice. Genetik, hier nochmal Outer This World. Mein Englisch ist schlecht, ihr wisst Bescheid. Auch diese ganzen DVD-Hüllen feiere ich sehr. Hemmshow, Knast oder Palast, der Typ bringt dich dazu, eine Bank auszurauben, Alter. Der schreit dich ja zusammen, Digga. Ich will gar nicht wissen, wie das klingt, wenn der am Aufnehmen ist. Dann haben wir hier natürlich noch Nate, 57. Der hatte ja auch einen miesen Hype damals mit Blaulicht, waffenfreie Zone und so weiter und so fort. Hier das nächste Nate-Album. Schade, dass das eben nicht, also nicht so krass geworden ist, wie man damals gedacht hat. Glaube ich, zu der Zeit, als bei Haftbefehl auch dieser Hype kam. Therapie nach dem Album. Raff ja schon lange gehört. Lange vor dem Hype. Der war extrem lange gedauert bei Raff Camora. Hat er, wenn sich jemand verdient hat, dann er. Raff 3.0, dieses Projekt habe ich nicht so gefeiert. Wer es kennt, weiß Bescheid, ein paar geile Tracks sind dabei, aber insgesamt war das nicht so mein Ding. Cool Savage, KKS, ja, ist ganz gut. Ist halt ein Savage-Album so. Er ist Legende, der Typ so, aber ich war jetzt noch nie der größte Savage-Fan.
Das sind alles EPs. Sorry, Leute. Ah, da haben wir noch eins. Algier mit Milf Hunter. Ah, das ist auch noch eine EP, sorry, Leute. EPs wollte ich jetzt nicht auch noch zeigen. Gut. Dann haben wir hier Chronik 3. Da sind dann Karate Andi, Kollege, SSIO drauf, 257, das Genetik, Casper. Hatte ich schon. Farid ist drauf. Shenzino, wie da ausgesprochen wird. Materia ist drauf. Montana Max und Schimmel ist drauf. Check das ab. Der Selfmade Sampler damals. Da haben wir K1, das Gangster-Rap-Album von ihm, wo er gegen NGJ zurückgeschossen hat. Mit Asozial for Life, Borderliner. Ja, S63, da war Michael O sogar noch bei ihm gesigned, hat leider nicht geklappt. Ja, sind geile Tracks drauf, Digga. Hat K nochmal bewiesen, was er für ein krasser Rapper ist. Da haben wir Haftbefehl. Paar Tracks fand ich richtig gut, paar nichts. Gerade den Track mit Shirin David war echt nice. Papa war ein Rolling Stone, ist auch mein Lieblingstrack auf dem Album. KMDF mit Shindy ist ganz nice, aber für einen Shindy-Haftbefehl-Track mir ein bisschen zu wenig. Die Hook mochte ich auch überhaupt nicht. Aber wie gesagt, das ist einfach nur meine Meinung, so also als Fan, so mäßig. Die kann auch falsch sein, ihr könnt andere, wir können gerne den ganzen Tag bei YouTube, Instagram schreiben über Rap, ihr wisst Bescheid. Album des Jahres, UFO, Rich Rich, habe ich schon zu viel gesagt. Müssen wir jetzt nicht nochmal 30 Minuten drüber reden, denke ich. Da haben wir Bratans aus Favilas 2. Es gibt das Label BBM wirklich noch. Die haben ein Album gedroppt. Ich habe es schon gesagt. Du hasst mich, aber ich bringe dir ein Sunny Comeback. Damit ist alles gesagt, Digga. Death Row. Geil. Feier ich. Fast Life 2 von AZ und Albi. Kollabo-Album, Albis Debütalbum, der dieses Jahr wahrscheinlich ein Soloalbum bringt, habe ich gehört. Paar Tracks finde ich richtig geil, ein paar nicht so. Digga, aber Albi hat mich echt positiv überrascht, Alter. Er hat richtig Hunger in der Stimme. Ja, Cerro Elmero hole ich meistens mehr wegen dem Kanal so, weil dem supporten viele so, warum nicht, Digga. Ich habe mir die Alben natürlich auch angehört und bis jetzt konnte er mich leider noch nicht überzeugen. Ja, für mich Newcomer des Jahres, Elias. Den würde ich mir auch sehr auf dem Shindy-Label wünschen. Er hat vorher gezeigt, dass er flexen kann und so mit der EP und so, seine Flows und so. Jetzt hat er auch ein bisschen was beim Album über sich erzählt. Sehr, sehr nice. Da haben wir hier natürlich das zweitbeste Album des Jahres, Azad, zurück zu seinen Wurzeln. Habe ich sehr gefeiert. Also für mich das zweitbeste. Nicht, dass ich hier. Haben wir natürlich Massiv, Latif. Das Album kommt mir schon 3 Jahre zurück vor, kam aber auch dieses Jahr. Digga, war ein brutales Album. Wer es nicht kennt, check das ab. Wollen die Track das auch nochmal zeigen hier? Dann Cool Savage, bester Tag meines Lebens. Habe ich mir damals gekauft, habe das im Angebot irgendwo gesehen. Und dann habe ich mir das nochmal geholt für meine Sammlung und so. Savage ist ja Legende, aber früher warst du irgendwie. Es gab Bushido, es gab Sido, Azad, Savage, Sammy Deluxe natürlich. Ja, dann hört es auch schon fast auf, ne? Also klar, es gab Agro, Optik und so, aber es ist ja alles so die Labels. Aber früher gab es nicht so viel. Echo Fresh natürlich. Oleg Sash Album habe ich halt nicht so gefeiert, leider. Hat mir gar nicht gefallen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Oleg Sash Fan, aber der hatte schon bessere Alben nur. Engel mit der AK von Say It. Sein erstes Album, damals noch mit Kollega, ist ja auch 3-4 Mal drauf. MP5 ist halt drauf. Auch Kurdo ist hier drauf. Kennex in den Streets. Schlang, Farid und Kollega. Und, wo ist es? Alpha ist Imperium. Check das ab. Da haben wir hier UFO, Rave. So, von den Alben, die letzten Jahre rausgekommen ist, war das für mich, glaube ich, sein schwächstes Album. Weil ich fand Rich Rich fand ich am krassesten. Danach VVS und danach 808. Könnt ihr auch abchecken. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare zu, was ihr wollt. Zurück zur Straße vom Alpagan. Da ging Samras Hype so, Chaos. Da war ja dieser Diss gegen 187, was ein Eigentor war, hat Alpa ja auch später auf dem Track gerappt. Für Samra begann der Hype so langsam. Und für Alpa, naja, nicht so krass wie bei Samra auf jeden Fall.
Aber Mythos Bushido, wenn er in den Style so weitergerappt hätte, hätte ich, glaube ich, ganz nice gefunden, weil er ist ja jetzt auch schon so langsam am Ende der Karriere, denke ich jetzt mal, dass er irgendwann aufhört. Und so in diesen Legacy-Drip-mäßig, Legenden-mäßig, wie er da gerappt hat, so einfach das, was die Fans wollen, so mäßig, oder ich will es zumindest. Weil du kannst ja nicht immer mit diesem Gangster-Rap weitermachen, weißt du? Kannst du schon so. Weil so, die Fans freuen sich immer. Aber irgendwann haben wir noch Bock, die Musik so ein bisschen zu verändern, finde ich. Auf jeden Fall haben wir hier Zilla. Zilla Instinct. War ein paar ganz nice Tracks drauf, aber war jetzt auch nicht so stark. Sechster Sinn kommt es jetzt nicht dran an sein Debütalbum, finde ich. Gangster Ticken anders. Millionär. Er hat immer ein paar gute Tracks so. Aber insgesamt, so albummäßig, fehlt mir da irgendwie was. Autopilot mit Bones, natürlich geil. Auf einmal mit Capi fand ich eigentlich auch ganz gut. Amo Mav, seine Signings sitzt noch drauf. Malik Montana. Glitzer war natürlich sehr nice von Hafti und Joki. Enno Fuchs, da war mein Lieblingssong von Enno drauf. Blackberry Sky. Hau leider wenig Songs raus, die ich wirklich gut finde, aber das ist ein Monster-Track. Dann haben wir von Kollege Alpha gehende 2 Punchlines Massaker, ihr wisst Bescheid. Kollegas Auto sind natürlich immer legendär. Alpha Genetik natürlich auch über nice. Mal sehen, ich freue mich übertrieben auf das Kollabo-Album Kolle und Asche. Hier Summer Jam. Digga, das Cover finde ich so nice, Alter, ne? Nur noch nice hieß es. Passte gerade, ich wusste es gar nicht mehr. Rollerblades war eigentlich ganz cool. Summer Jam und Luciano fand ich nice. Diamonds mit Capi fand ich nice. Swish war geil. Ja, und Primetime war einfach ein krasses Ding. Check das ab. Dann das Leben des Hardcore. Bam. Da war auch, glaube ich, Hasta Vista 2 drauf, oder wie der Diss-Track gegen die alle hieß. Jamila war da drauf. Ist schon zart, Alter. Ist auch ein bisschen schade, dass er keine Musik mehr macht, aber er hat einfach keinen Bock mehr. Haben wir DNA von Genetik mit Yes, Sir. Digga, habe ich das gefeiert. Oder DNA, Champions, Lieb oder Lass es, featuring Sido. Geile Zeit gewesen damals. Digga, geiles Album. Check das ab von Genetik, wenn ihr das nicht kennt. Ist wirklich nice. Dann haben wir natürlich vom Kurdo Slumdog Millionär. War halt Straßenrap einfach. So waren so seine Anfänge. Sein zweites Album, glaube ich, gewesen. Meine Lieblingsalben sind, glaube ich, Almas und Verbrecher aus der Wüste. Ja, hier das Collabo-Album von AZ und Suna. Waren nice Dinger drauf, ein paar Dinger, die nicht. So war so eine Mischung aus Mainstream und richtigen Rap so. Autotune ist ja immer bei Carmen am Start so. Fragen fand ich sehr geil. Hallo, hallo, Kamehameha, wenn die Sonne untergeht. Waren schon ein paar geile Dinger drauf. Haben wir 23 von Sido und Bushido. Das Cover finde ich ein bisschen komisch immer mit der Eule. Ja, waren ein paar geile Sachen drauf, aber das wirkte so, als haben die das nur businessmäßig gemacht. So wirkt es auf jeden Fall. So mache ich es, war natürlich auch ein legendäres Video und geiler Song. Cero Emero, das habe ich ja vorhin schon gesagt, konnte mich bis jetzt noch nicht so überzeugen. Summer Jam mit Hack, wer Maximum weglässt, ist auf jeden Fall Summers schlechtestes Album für mich. 100 Bars fand ich natürlich sehr, sehr nice. Aber ich feiere Summer Jam halt auch übertrieben eigentlich. Ja. Das war halt sein Tape, womit er den Hype bekommen hat, den er auch verdient hat nach der jahrelangen Arbeit. Das ist halt so eine geile Mischung aus Rap und Mainstream. 200 Düsen, Casanova, Tamam Tamam natürlich, Chinchilla, Let's Duel. Sorry, mein Englisch ist richtig kacke. Kein Respekt mit 18 Karat. Sind geile Songs drauf. Hier nochmal. Digga, Legende, das Tape. Ich sag jetzt schon immer Tape, Alter. Farid Bang, Asphalt Massacre 2. Er hat einfach auf jeden Track, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, einfach Flair gedisst. Digga, wie asozial ist das, ey?
Natürlich Jesus, ich glaube, Ebbe und Flut, ja, da ist es. Bam, Digga. 187 hat auch einfach zerstört die letzten Jahre. Die gehen auch einfach mal Gold und Platin noch mit ihren Alben und so. Jetzt nicht der größte 187-Fan so, Digga, aber die haben alles abgerissen, muss man einfach sagen. Raf Camora, nächster Stopp Zukunft, Digga. Raf Camora, seine alten Alben, die habe ich immer gehört beim Feiern und so, Digga. War schon eine geile Zeit, Alter. Wenn Nazar und er was gemacht haben, war auch immer krass. Dann haben wir hier Banger Musik, Farid Bang Killer, das meist gehateste Album, aber von den Solo-Alben auch sein erfolgreichstes, glaube ich, Gold gegangen. Da fing der Autotune und so ein bisschen an. Ohne Bang, Mütter in der Trennungsphase, Killer, Lutsch, Farid Bomaye, Banger Musiker, Goodfellas mit Bushido, Disco MMA, Bittes Bitte, Digga, geile Dinger drauf hier, checkt ab. Dann haben wir hier SSIO. Der bringt halt wenig Alben, aber wenn, dann ist es auch wirklich krass. Ein krasses Album damals gewesen, Digga. Echt. Wirklich nice. SSIO. Wäre cool, wenn du öfter was machst. Jalil, R-System. Richtig geiles Straßenalbum. Wer Straßenrap liebt und das Album noch nicht gehört hat, checkt das unbedingt ab. Ich feiere das übertrieben. Damals jedenfalls. Jetzt habe ich schon lange nicht mehr gehört. Da haben wir in New York City von den Newcomer Michael O, den ich sehr feiere, und Manuel. Ist gut, solide und so, kann man sich gut anhören so. Aber war jetzt auch nicht richtig krass so, weißt du? Check das ab. Michael O hat viel mehr Hype verdient. Gönnt Michael O. Dardan, sorry. Der kann halt richtig krass rappen, Dardan, aber er macht so mehr auf dieses Mainstream-Playlisten-Hits-mäßig so. Kann er ja machen, so, worauf er Bock hat. So, aber. Ich finde es schade, weil ich mag die Rap-Tracks von Dardan eigentlich immer ganz gerne. Haben wir Echo Fresh mit German Dream, Feature Chaos hoch 10. Da ist Sido, Schwester Elba, Xatar, Sami Nasser, Samy Deluxe drauf, Brinks ist drauf, Farid Bang und Summer Jam, German Dream for Life. Was ein Track, Digga. DCVDNS ist drauf, wenn man den so spricht. Joko und Klaas sind drauf. Tim Bensko ist drauf. Ali ist drauf. Chino und Abdi sind drauf, Mr. Capone sind drauf. Check nochmal selbst ab, Alter. Das ist der deutsche Traum, Alter. Bam. Boah, Echo Fresh habe ich dem früher viel gefeiert, ne? Heute macht er leider kaum noch gute Musik. Also für mich persönlich. Kill 'Em All, vielleicht mein Lieblingsalbum von Manuelsen. Ihr wisst schon, M-Punkt. Credibil, Xenia Fatale, Cass, Oleg Sesh, Azad, Hannibal, Alter. Haben wir hier Raf Camora mit Anthrazit. Das macht mich so ein bisschen traurig immer, weil das halt sein letztes Soloalbum ist. Ich hoffe natürlich, dass er irgendwann zurückkommt. Ich glaube, er bringt ein Buch dieses Jahr. Digga, Vendetta kreiert. Zenit, Sag ihn zwei, mein absoluter Lieblingstrack von dem Album. Adriana, Unnormal, Cinema. Sind schon geile Dinger drauf, Alter. Raf Camora ist einfach eine fucking Legende. Ja, Mero, das Hype ging los mit Ja, Hero, Ja, Mero. Baller los, Hobby, Hobby, fand ich überkrank, ne? Wirklich überkrank. Habe ich viel gehört damals. Aber danach kam halt auch nichts mehr, was ich gut fand, außer dieses Bogota, das fand ich auch noch sehr nice. Hate die Leute nicht aus Prinzip so, wenn ihr den Song schlecht findet, ist okay. Wenn ihr ihn gut findet, dann sagt es auch, finde ich immer besser. Nicht immer aus Prinzip haten. Dann haben wir noch Farid Bang Blut, eins meiner Lieblingsalben von Farid Bang. 100 Bars. Bars feiere ich eh immer übertrieben, immer. Eigentlich. Ja. Xavier Naidoo und Casey und Kollegah sind noch drauf. Immer noch ins Gesicht oder Gesicht schauen, meine ich. Bentley, alles hat einen Sinn. Wer hat etwas anderes gesagt? Finde ich sehr, sehr nice, das Album. Sorry, Digga, ich bin schon ein bisschen down heute. 2 Uhr nachts und so. Ihr wisst Bescheid. Kurdo, 11. Stock Sound. Bam. Da wollte er wieder zurück zu den Wurzeln. Gruppe Ghetto oder ich rappe nicht aus Spaß. Velo, Stürmer aus Prinzip, einfache Jungs, Regentropfen sind geile Dinger bei. Check das nochmal ab. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wisst, was Kodo gerade macht. Hat schon lange nichts mehr rausgebracht, oder? Übertrieben nice Cover von Nazar. Nazar habe ich früher auch sehr, sehr gefeiert, Alter.
gerade Street Fighter, Fucker Musik und solche Sachen, Alter. Camouflage haben wir hier als nächstes von NASA. Wie gesagt, die alten Alben von NASA fand ich eigentlich immer sehr nice. Gerade auch Hardcore habe ich auch viel gehört. NASA und Raf Camora habe ich immer übertrieben zusammengefallen. Schade, was so im Rap so auseinander geht, leider. Weil so viel gute Musik auch weg ist und so eine Freundschaft natürlich auch. Der Löwe habe ich jetzt nicht so viel gehört von Manuelsen. Den Prinz Pi, Animus, Cass, Capo, Xenia, Fatal, Cass und Bartodrop. Eigentlich die Gang, kann man fast sagen, bis auf Motrip. Prinz Pi, weiß ich nicht. Animus gehört ja auch damals dazu. Haben wir natürlich noch PA Sports mit dem Machtwechsel. Ich habe auch schon gehört, dass viele sich immer noch einen Nachfolger davon gewünscht haben. Fand ich auch sehr stark. Hat halt so Flashbacks, gerade Machtwechsel, zwei Kings mit Casey noch. Die Befreiung fand ich auch sehr, sehr nice. Flo Anaconda auch. Auch Boss. Er macht auch nichts mehr, oder? Oder ich höre nichts mehr davon. BBB, Babas Bargeld. Ne, Babas Babys Bargeld. Genau. Nach Endstufe. Vielleicht finde ich das sogar besser, ich weiß nicht. Das Album fand ich einfach geisteskrank. Check's das Album ab, Alter. Schade, dass das Cover mir ein bisschen kaputt gegangen ist, runtergefallen. Aber Digga, unbedingt anhören, wenn man Summer Jam kennt und seine Musik mag. Dann das Demo-Tape von Bushido hat einfach einen geilen Wert. Habe ich ja. Das ist ja sein erstes Tape, was hier rauskam, Alter. Nice. Dann haben wir hier von Dumarok. Ich fand diese Fußballsachen, die er mal gemacht hat, halt sehr nice. Pisola mit Haftbefehl war noch geil. Mokro war stark, ehrenlos mit Summer Jam. Aber ich habe da jetzt nicht so die krasse Erinnerung an das Album. Haben wir hier Kodo schon wieder mit Vision. Eine Zeit lang hat er ja Album nach Album immer so rausgehauen. Aber jetzt kommt es mir schon ewig vor, dass er was rausgehauen hat. Kleine EP gab es, glaube ich, mal zwischendurch, aber sonst. Luciano Milis, das ist mein Lieblings-Luciano-Album, glaube ich. Ja, Lehane. Oder Win mit Summer Jam, Millies habe ich sehr gefeiert. Hustle feiere ich auch. Fendi Duett mit UFO und Lil Baby. Ja, Win ist einfach nicht mein Fall. Ja, Salam mit Samra oder Cooper and Links mit Ka. Digga, ist ein geiles Album. Die alten Tracks müsste ich mir auch mal wieder geben. Da haben wir hier Kollega mit Monument. Check das ab. Tracklist ist auch da. Die Autos von Kollega oder Löwe. Sehr geil. Orbit ist auch ein geiles Ding. Aber Kollege, das schlechteste Album macht er eigentlich auch nie. EGJ-Sampler, 3 damals, noch mit Saad, AK, Chakusa, Debo. Ja, nice. Ja, Summer Jam war sogar noch drauf. Hat die auch nochmal abchecken hier. War auch eine geile Zeit damals irgendwie. Es war einmal in Südberlin. War nicht so mein Ding, das Album habe ich auch kaum eine Erinnerung, aber ich kann noch mal drauf gucken, aber ich habe das ja vorhin schon mal das Video gemacht, deswegen weiß ich das so schon. Naja, hier die Tracklist noch mal. Sechster Sinn habe ich viel gehört damals, Alter. Say It, für mich das Album, was ich am wenigsten gefeiert habe. Cold Summer. Check die Tracklist, aber habe ich auch kaum Erinnerung an das Album. Obstand 2 hier von Alex Sash, wollte ich schon sagen. Alex und Maxwell. Cover ist sehr nice, aber habe ich jetzt auch nicht so viel gehört. Aber ich bin auch nicht der größte 187-Fan. Digga, Legende das Album. Sido's E-Legende. Guck mal, da sind Sachen drauf wie Halt dein Maul, du weißt gar nichts. Oder Ich um meine Maske. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ihr wisst Bescheid. Augen auf, auch sehr nice. Digga, was ist das für ein Album? Auch Kitty Cat ist noch drauf. Alpha ist drauf, Flair, Shitzu. Check das ab, Alter. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört. Noch bei Agro Berlin und so. LG natürlich. Habe ich mir mal ein Kollabo von LG und K gewünscht, aber ich glaube nicht, dass das noch kommen wird. Aber wer weiß, Digga. Man sollte nichts ausschließen. Da haben wir hier Jasko. Wenn kommt, dann kommt. Boom. Macht immer ein paar, ab und zu mal ein paar ganz geile Songs so, aber insgesamt bin ich nicht so der Jasko-Fan. Die Dinger mit Majo fand ich immer ganz geil. Aber mein Lieblingsalbum von Matrix,
Paar Tracks mehr wäre noch ganz nice gewesen, so, aber ich höre das immer noch ab und zu. Ja, nice. Matrix auch sehr korrekter Typ, so wie es scheint, Digga. Haben mir auch damals die Klamotten geschickt und so, einfach so, Alter. Ehrmann, der Typ. Echt? Matrix, Xenon, das war das erste Album, sehr Autotune-lastig, aber zu der Zeit habe ich mir das auch damals gerne gegeben. Im Moment habe ich einfach mehr Bock auf diesen reinen Rap ohne Autotune. Ich habe mir übrigens einen neuen Hoodie von seiner neuen Kollektion bestellt. Müsste auch irgendwann nächste Woche kommen. Ja, das hier, dieses Best of, dieses Reloaded von Matrix. Dann haben wir natürlich noch Flair mit Flizzy. Das war nicht so mein Ding. Waren geile Tracks drauf, klar. Ist halt ein Flair-Album. High Level Ignoranz war geil. AMG, Pfirsich, die Singles eigentlich sowieso. Ja, war ein gutes Album. Aber ich finde halt Vibe oder Colucci, keiner kommt mit mir klar. Oder weiß nicht, es war halt einfach nicht so insgesamt, das Album. Im Gegensatz zu vielen anderen ist natürlich immer noch krass. Am Beschindy. Das ist halt, weil der erste Teil auf dem Index, da haben die drei Tracks ersetzt und neu gemacht, damit das Album wieder verkauft werden konnte. Und ich, wegen drei Tracks, habe ich mir das Shindy-Album nochmal geholt. Schon krank teilweise, ne, wenn man das mal überlegt. CB7, also um einiges stärker als CB6 auf jeden Fall. Wir haben ein paar geile Tracks drauf, so. Aber insgesamt, warte ich noch auf so ein krasses Album, wie damals auf Berlin lebt. Der erste Teil fand ich übertrieben krass. Bones hat halt mit Hollywood dieses Jahr alles abgerissen. Ich glaube, das meistverkaufteste Album in Deutschrap auf jeden Fall dieses Jahr. Ja, sollen wir machen. 187. Die zerstören halt immer noch. Ja, Samra, habe ich schon alles zu gesagt, ne? Dem früheren Samra hätte ich gerne. Kommt ja wahrscheinlich dieses Jahr mit einem Album im März. Box ist natürlich vorbestellt, Leute. Ihr wisst Bescheid. Majo und vs. Jasko, sehr lustig gemacht. Air Max fand ich ganz geil. Headshot, auch der Track mit K beim nächsten Mal, sehr nice. Ja, Anabolika Skit ist ganz lustig, aber nichts mit der Musik zu tun unbedingt. Ja, kann ich empfehlen. Also fand ich damit sehr nice, sehr lustig. Dann haben wir Alpagino von Alpagan, feiere ich sehr. Auch die neuen Sachen, die er dieses Jahr gemacht hat. Hoffentlich 2021 kommt mal wieder ein Album. Monkey hat er jetzt auch als neues Signing. Bin gespannt, was der noch so alles macht. Ich kann euch die Tracklist auch noch mal kurz zeigen. Bam. Ja, hier nochmal Manuelsen Album. Das war halt sehr R&B-lastig. Ich bin halt überhaupt kein R&B-Fan. Asimemo, Twin, Motrip, Alias, Flair, Remo, Bato, Luciano, Roller, Massiv, Kabal. Aber ich bin sehr auf das Kunde-Album gespannt von Manuelsen und Massiv, Alter. Kunde ist König 2, war auf jeden Fall eine Steigerung zur Boxerschnitt, ganz klar. Aber natürlich kommt es nicht an den ersten Teil ran, aber wann schafft man das schon? Gewitter, sehr nice. Ausländer, 22 mit Alpa, fand ich sehr, sehr nice. Punchline-Gewitter mit Z, auch ein geiler Song. U23, übertrieben geil. Ja, ist schon eine Steigerung auf jeden Fall. Mert. Und Mert denkt an seine Fans, der macht immer geile Boxen. Hier haben wir Maximum, pure Enttäuschung für mich. Habe ich ja schon alles zugesagt, müssen wir jetzt auch nicht lange drum rumreden. Kommt da Maximum 1 halt nicht dran. Mero hat sich auch gesteigert. Herr Hero, ja, Mero hat ja diese Hits und so weiter. Unikat war dann halt ziemlicher Schrott, so für mich persönlich. Und hier hat er, hier hat man wieder gemerkt, er hat wirklich länger an dem Album gearbeitet und das hört man auch, Digga. Weiter so, Mero. Check das ab. Auch Cover, sehr, sehr nice. NASA, DNA, habe ich noch nicht so viel gehört, noch nicht so viel Zeit gehabt. Höre ich mir aber auch nochmal an. Also ich habe es schon einmal so durchgehört. Aber nach ein paar Mal durchhören ist immer schwer, ein Album zu bewerten. Diese alten Sachen von NASA habe ich natürlich mehr gefeiert. Wie fast immer bei Rappern. Starsch Millionär, da fand ich Gangster-Ticken anders auf jeden Fall besser. Aber ja, nein, mit Haft fand ich geil. Immer gut und mit Joker auch. Und mit Kollege und Say It war auch ganz gut. Ja, die Feature-Songs waren eigentlich alle gut, bis auf Starsch. Den Track mochte ich nicht so mit Haftbefehl. Ja.
Wie hieß das denn? Da war noch ein Solo-Track, den ich ganz gut fand. Ah, fuck, ich komme jetzt nicht drauf. Scheiße, egal. Ich kann mich auch nicht an alles erinnern aus dem Kopf, Alter. Ihr seht ja, wie viele Alben das sind, wie viel Musik ich immer höre. Anonym Ultimate fand ich sehr gut. Im Gegensatz zu Hannoveraner eine klare Steigerung. Comeback fand ich krass. Ringfrei. Ultimate. Winterblues. Malavita. Paris mit Samra ging so. Alias mit dem Cover des Jahres für mich. Check das ab. War, übertriebenes Brett oder Glasdach, Digga. Brutales Album. Hätte viel mehr Anerkennung verdient. Dann haben wir Jesus dieses Jahr. Hat mich ein bisschen abgefuckt, dass das Album so spät ankam, aber hat wieder abgerissen. Ich glaube, das erfolgreichste Album laut den Charts von denen, die ich geholt habe. Dann Dardan, Soko Disco, die Hitmaschine Dardan, habe ich vorhin schon mal was zu gesagt. Finde diese Rap-Sachen natürlich etwas besser, aber er macht immer viele Tracks, das feiere ich. Hier haben wir Auf Start sein Nacken 2 von AK, hat er ja auch ein Buch dazu rausgebracht. AK auch sehr erfolgreich. Bin gespannt, ob irgendwann ein Kollabo-Album von AK und 18 Karat kommt, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dann haben wir hier Farid Bang und Farid Bang, nur Farid Bang. Mit dem Album dieses Jahr, so eine Mischung aus New School und Old School. Sehr gutes Album von Farid Bang. Und das Cover natürlich auch sehr nice. Haben wir Enno, hat immer so ein paar Tracks, die ich feiere, aber so richtig viele Tracks so auf dem Album sind es eigentlich nie. Aber hat natürlich auch schon sehr gute Tracks gemacht. Summer Jam, Genesis. Fand ich sehr geil, Reich nicht oder Gary Patrick Kroc, featuring Farid, Sinnflut, Pilot, waren geile Dinger bei Preach, featuring Sefo, Wolke 7, so ein Mainstream-Ding, aber voll geil. Wildes bitte Kokaina, Bam, ich übertrieben gefeiert, Genesis. Haben wir hier K1 mit Rich Rich, das ist sein erfolgreichstes Album, kurz vor Gold oder ist es Gold, ich weiß nicht mehr ganz genau. Mein Lieblingstrack ist da Keep Calm. Sondern auch viele Tracks, die mir nicht gefallen sind. K1 macht halt auch immer viele Schnulzenmusik, sage ich jetzt mal. Aber ist auf jeden Fall ein krasser Rapper. Haben wir Majo, Breiter als der Türsteher. Sehr nices Album gewesen. Prototyp-Banger, Stresserbeleg, Zahnpasta-Lächeln. Musterschwiegersohn. Oder hier manchmal mit Casey und Summer Jam auch sehr, sehr nice. Haben wir hier Mortal, der hat es immerhin geschafft, das erste Mal Flair und Sido nach Jahren wieder auf einen Track zu kriegen. Dafür riesen Respekt. Dafür riesen Dankeschön. Was für Respekt, Alter. Respekt gebe ich immer, Alter. Alias, halt einer der besten Schreiber und so. Ihr wisst schon Bescheid. Lakshu, Sinanji, da auch einen One Piece Track und so drauf gehabt. Oder Waffen sind geladen mit Kurdo, fand ich sehr geil. Motrip ist drauf, Visito. Massiv. Auch schon sehr lange dabei ist Sinanji. Haben wir hier Alex und Maxwell. Ach, das war diese EP, glaube ich. Ich kann die kurz nochmal einblenden. Eigentlich wollte ich die nicht zeigen. Aber egal. Nemo Kiki. Da war sein größter Hit drauf, wie hieß er nochmal, Heute mit mir, das lief in jedem Club, in jedem Auto gefühlt, jeder hörte dieses Lied, Alter. Ich habe es auch übertrieben gefeiert, Alter. Kiki, oder hier ist so, mit Oleg Sash war das glaube ich, ne? Was ich so nice fand, ja, geil. Da haben wir hier noch Chronik 2, also ein Safemade-Sampler, Teil 2. Ich hoffe, man kann das einigermaßen gut erkennen, alles Leute. Habe ich hier Vendetta, EGJ-Sampler damals. Das waren noch Zeiten, sage ich euch. Boah, ist das alles schon lange her, ne? Das ist mein Lieblings-Alias-Album Euphoria. Genau. Da war auch Lass die tanzen mit Namika drauf. Oder Stempel im Pass mit Motrip. Oder Silber oder Blei, fand ich auch sehr geil. Oder Farid Bang, Digga. Übertrieben. Krass, Digga. Epic mit Jalil und Flair fand ich ganz gut. Gerade Hype, Standing, Zenith, so die ersten Tracks. Sollte so sein. Wie hieß das noch? Gang für immer habe ich auch sehr, sehr viel gehört. Nice, nice das Album.
Jenseits von Gut und Böse, hat halt viel mit Kay rumgehangen und so. Das merkt man halt auch ein bisschen. Viele Liebeslieder und sowas drauf. Oder hier, du bist ein Mensch von Xavier Naidoo. Gesucht und gefunden, vergiss mich, unsterblich, schlechte Zeiten. Oder wärst du immer noch hier? Und solche Sachen sind hier halt überall drauf. Nichts ist für immer. So. War jetzt nicht gerade Bushido-like so mäßig. Raf Camora haben wir natürlich noch Therapie vor dem Album gesagt. Ich habe schon einige Raf Camora-Alben. Play, Kugelsicherer, Jugendlicher. Bo, bo, bo. Ihr wisst schon Bescheid. Da hat er sich halt sehr viel ausprobiert. Play, was auch völlig in Ordnung ist. Aber ich fand den Babylon Play am besten. Wie das halt immer ist beim ersten Album. Ihr wisst schon Bescheid. BWS fand ich sehr, sehr krass. Palmen, Drachenanhänger, Vorbeikommen fand ich geil. Habe ich sehr lange gehört. 6ix9ine. Sonnenuntergang kann man sich auch mal geben, wenn man in der Stimmung dafür ist. Alter. UFO hat sich auch sehr krank weiterentwickelt. Nice, Alter. Muss ich mal den nächsten Stapel hier holen. So, noch ein paar CDs sind noch. Ich hoffe, das klappt alles diesmal mit dem Video. Dann haben wir natürlich von Shindy Fuck Bitches Get Money. Habe ich auch sehr, sehr, sehr viel gehört. Bin ja eh ein riesen Shindy-Fan. Man sieht hier auch schon, wie gebraucht die ist hier hinten und so. Alter, Sterne oder Standing Ovation. Oder alle meine Fans mit Kollega. Ja, JFK war geil, Safe. Julius C. Digga, alle Tracks sind geil, Alter. Ja, ich bin gar kein Shindy-Fan. SSIO 0,9. Wenn der Alben macht, sind die eigentlich immer ganz geil. SIM-Karte oder 0,9, gerade die Singles. Fand ich jetzt noch nicht so krass wie Messios, aber schon geil. Zeiten ändern dich, war halt das Album zum Film, war halt schon ein bisschen Mainstream-mäßiger, aber waren auch geile Tracks drauf, ne? Ohne Frage. Ja, das ist mein Lieblingsalbum von Faith, Neues von Gott, habe ich auch eine Zeit lang gehört. Das kann man sich eigentlich ganz gut geben. Auch der Track mit Kollega, wie hieß er noch? Selfmade-Legenden, genau. Kennen sich auch schon ewig. Alpha Gene, Kollege noch ganz jung hier unterwegs. Sehr geiles Album, kann ich nur jedem empfehlen, der es noch nicht kennt. Digga, du bist Boss oder guck auf die Goldkette oder Tony ist da sogar schon drauf, Alter. Wie lange der auch schon dabei ist, Alter. KIZ, Alter. Einzelkämpfer. Vom Dealer zum Star. Sind schon geile Dinger drauf. Check das ab. Der Start gegen Patrick Decker ist Flairs Best Of. Das sind zum Beispiel hier Jump Jump, Cordon Sport, Massenmord, Heavy Metal Payback, Gangstermucke, So ist es mit Sido, Team Blade, Echte Männer. Digga, ich brauche ja nicht alles vorlesen, checkt mal ab. Aber Flair kann schon fast wieder ein neues Best Of machen. K1, Makers, Gonna Maker, ja, mein Englisch ist scheiße, ich weiß. Haben wir hier. Da waren halt seine Hits drauf, glaube ich, oder? Ja, Senorita, Louis Louis. So, und seitdem hat er sich mehr aufs Hits konzentriert, so habe ich das Gefühl. Ist auch, muss jeder selber wissen. Ein neues K1-Album würde auch mal wieder Zeit werden. Da haben wir hier Luciano Loco, der natürlich auch geile Dinger drauf gewesen, wie Meer, Ballin. Hier, welche fand ich noch geil? Wowly war ganz nice. Hayate fand ich nice. Check das ab. Haben wir PA Sports, keine Trends, wo er sich auch auf neuen Musiktrends ausprobiert hat. Also den neuen Scheiß, sage ich jetzt mal. Hat sich trotzdem nice angehört mit Ramo. Mo Phoenix ist natürlich drauf und die LIP-Leute, ist klar. Check das ab. Ich freue mich sehr auf PA Sports neues Album. Wirklich sehr. Was soll denn Hengst haben wir hier dann natürlich noch mit Bester Mann. Hier haben wir noch die Tracklist. Fand ich sehr geil, das Album. Wirklich. Vielleicht mein Lieblingsalbum von Hengst. Dann kam sein Comeback nach diesen Pop-Alben. Haben sich die Hengst-Fans bestimmt übertrieben darauf gefreut. Ich habe es nicht so viel gehört, aber ist schon nice, dass Hengst so wieder da ist. Dann haben wir hier Classic von Bushido und Shindy.
Da hat sich Bushido als Shindy angepasst, was ein Riesenkompliment damals war an Shindy, finde ich. Und übertrieben nice Album. Jeder, der Classic noch nicht gehört hat, unbedingt reinziehen. Kommen wir zu meinem Raf Camora Lieblingsalbum Ghost. Sehr düster. Aber gerade die Dinger mit Dämonen oder Solala oder Panzer, Ghost, Geschichte, Mein Leben, Featuring Matrix, Verzeih mir, Schlangen sind geile Dinger bei. Feier ich übertrieben das Album. Hätte ich jetzt auch mal wieder Bock drauf. Haben wir Sido, Legend. Das goldene Album. Was für Tracks sind da drauf? Hamdullah. Oder Massafucker. Mit Savas war das, glaube ich, der Song. Welcher war noch? Ja, Mann, war auch geil. War da nicht SDK sogar mit drauf? Bin ich ganz sicher. Haben wir hier Kalem. Die auch ein nice Album drauf. Nemo ist dabei, Jamule, Weezy. Den Track mit Weezy übergeil. Offenes Verdeck. Aber ist ein bisschen in den Mainstream geraten. Ich glaube, viele Fans fanden es nicht so nice, aber mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Dann haben wir hier von Bushido und Animus. Cover muss man natürlich umdrehen, ist mir schon klar. Geiles Album gewesen, aber für mich kein richtiges CCN. Habe ich schon öfter was dazu gesagt. Capi mit Bliert, das war noch sein Album komplett Straße. War so das erste Album, was ich so von Capi gehört habe. Mir dann auch im Nachhinein geholt. Hoher Bunker, natürlich ein Mainstream-Album von Sido und Savas, aber auch viel Rap bei. Habe ich sehr viel gehört trotzdem. Mainstream heißt ja nicht immer schlecht. Echo Fresh, König von Deutschland. Echo hat natürlich auch immer viele Features am Start. Echo habe ich auch echt mal viel gefeiert. Na, Legende. Damals gewesen. Also ist er immer noch. Ja, nicht damals gewesen. Nächste Stapel. Haben wir hier Flair Vibe. Das Album müsste noch viel mehr Anerkennung kriegen. Platin, Gold, was auch immer. Digga, ist das ein geiles Album. Flairs bestes Album. Ist ein richtiger Klassiker. Muss man sich, wenn man den noch nicht gehört hat, Digga, dann weiß ich auch nicht. Synergy mit Free Synergy haben wir hier. Ich habe das Album sehr gemocht, aber es ist für Synergy natürlich ein scheiß Album gewesen. Er hat es nur schnell vor dem Knast gemacht. Danach ist er reingegangen. Album auf Bewährung, Manuelsen fand ich sehr krass. Mama, Leben der Legenden, ich bringe Rap zurück, war auch geil. Ja, schnelles Geld mit Zilla und Joker auch. Hallo Deutschland mit Echo. Yassin hat mir nicht so gefallen, das Album. Aber ja, außer das Intro, das war natürlich überkrank. Waren auch so noch ein paar nice Sachen drauf. Bei Benjamin Yassin, so in diesem Kasia-Style, das hätte ich mehr gefeiert. Das beste KMN-Album, was es bis jetzt gab für mich. Kasia. Kokaina, Bon Voyage, Rotterdam, Zigarettendunst, Mamacita, sag nichts, Digga. Habe ich auch lange, lange gehört. Da haben wir Azad, der Boss 2. War ganz okay, das Album. All In mit Samra. Hätte man ein Video zu machen müssen, aber war auch nicht so krass. Aber ich finde, Samra und Azad, wenn die einen Track machen, muss auch ein Video her. Bossa und Erabi und Chaka sind noch drauf. Jace und Adel Tawil und Animus. Dann haben wir hier natürlich noch Wolke 7 von Jesus, war auch damals ein mieser Hype. Digga, 187 hat die letzten Jahre einfach komplett abgerissen, ne? Digga. Dann 808, seitdem bin ich bei UFO stehen geblieben, Digga. Gerade die Singles mit Ohne Milch, Beverly Hills, Balenciaga, Power, Digga. Geile Bretter. Aber auch sehr düster, das Album. Da ist so ein Hengst Pop-Album, was ich vorhin gesagt habe, Musik wegen Vibers. Ich fand sein anderes besser. Das Projekt macht er ja immer zusammen mit Serk, diesen Sänger. Dann haben wir natürlich noch Mehrheit mit Kunde des König. Auch ein sehr geiles Album gewesen. Von YouTuber zum Rapper. Für YouTube zu krass, ist auch der erste Track. Fand ich sehr geil, den Track. Auch Boxerschnitt oder Asozial mit Play. Geile Dinger drauf, echt. Dann haben wir natürlich noch Palme aus Plastik mit Raff und Bones, wo ohne mein Team ist, Murder,
Die Singles waren natürlich alle sehr krass, aber die Songs danach fand ich jetzt nicht mehr so stark. Aber ja gut, wenn die Singles so krass waren, wie sollen die denn so stark sein, ne? Könnte man jetzt auch sagen oder denken. Jackpot waren auch ein paar ganz nice Tracks drauf. Wo ist denn? Und Sorry Benz mit Farid, die Feature-Songs von denen sind eigentlich immer ganz gut. Yayo fand ich auch geil. Wo ist es denn? Benz oder Beamer? Fand ich sehr, sehr krass. CNG könnte auch mal wieder an sich an ein Album setzen. Vielleicht auch keinen Bock mehr auf Album. Wer weiß. Alpagan, Ehrensache 2. Alpagan feiere ich eh übertrieben, habe ich ja auch, glaube ich, schon gesagt. Gerade die Sachen, die er dieses Jahr gemacht hat, fand ich sehr, sehr nice. Hoffentlich kommt ein Album von ihm dieses Jahr. Monkey vielleicht auch. Hier haben wir Sido Blues Brothers, das Album zum Film. Auch gerade Endstation oder Hol doch die Polizei sind legendäre Tracks, finde ich. Das Album fand ich auch übertrieben nice. Von Manuelsen, MBIs. Digga. Digga, da sind schon geile Songs drauf gewesen. Auch das Ding mit Remo und K oder die Songs mit Case, aber auch die Einzelnen 10 von 10 oder Könige im Schatten. Sehr geiles Album. Leider nicht den Hype bekommen, den es verdient hätte. Gangland ist, glaube ich, Manuelsen bestverkauftestes Album. Auch sehr stark. Gerade bereit zu sterben mit Suna finde ich sehr geil. Ja, hier nochmal die Tracklist. Nate 57 auf der Jagd hat leider den Hype nicht mitnehmen können, den er damals zu Blaulicht Zeit hatte und so. Digga, zumindest werden es langsam weniger CDs, Leute. Blackout 2 von Busy Montana und Chakusa. Chakusa feiere ich halt überhaupt nicht mehr. Busy Montana hole ich halt einfach alles auf Ehre. Aber kommt natürlich längst nicht an Blackout 1 dran. So aus meiner Sicht. Bushido, Black Friday. Da hat er die ganzen Signings geholt. MO030 zum Beispiel, ein AK oder ein Lars. Sehr geile Songs drauf. Ich glaube, die als Label hätten alles auseinandergenommen. Sodom und Gomorra fand ich sehr geil. Echte Berliner. Moonwalk mit Shindy, auch sehr nice. Swish Dance mit Lars, sowieso. So lange und Oma Liese, auch geile Tracks. Check das ab, Alter. War ein starkes Album. Colucci vom Flair. Für mich nach Vibe sein bestes Album. Zumindest seit ich Flair verfolge. Legendary oder Vermächtnis. Kill Yes Go. So, mein Englisch ist schlecht, ich weiß. Respektlose Jungs mit Fahrrad. Sind einfach geile Tracks drauf. Ein Monsteralbum. Ja, haben wir Fata Morgana von Casey, da hat man so langsam gemerkt, wenn man das jetzt so verfolgt, dass er so in den Mainstream-Bereich will. Der Fata Morgana. Sind aber noch ein paar geile Tracks drauf, wie Kennedy, Casablanca, Kennex in Tokio und so weiter und so fort. CB6 von Capi, für mich sein schlechtestes Album. Aber waren natürlich auch gute Tracks drauf. Rolex mit Summer und Casey zum Beispiel oder Benzema fand ich geil. Ja, dann hört es auch schon fast auf. Ne, Kalt fand ich noch sehr, sehr nice. Das originale CCN 2 von Bushido und Flair. Auch sehr nice. Ich liebe dieses Album, Alter, ohne Scheiß. Schade, dass es dieses Album wahrscheinlich nicht nochmal geben wird. Dafür ist einfach zu viel passiert. Haben wir schon oft gesagt, aber ich kann es mir diesmal echt nicht vorstellen. Aber mit Juma Rock, ich feiere einfach seine Fußball-Attitude immer. Dann haben wir One Touch 2, 100 Blady Bars, Drogba, Hallo Deutschland. Sind schon ein paar geile Tracks bei Juma Rock. Kollega, sehr altes Album. Kollega heißt das Album. Noch sehr jung hier unterwegs. Sind geile Musik. Bad Boy, Big Boss, Ghetto Business, 101 Nacht, 30,3, Doppeltime Freestyle. Da ist der Bosshaft unterwegs hier. Da haben wir hier Kollega mit Zuhälter Tape 4. Punchline Massacre ist am Start. War ich sogar auf Tour bei dem Album. Da haben wir hier Imperator von Kollega noch. Wo ich Pharao sehr, sehr krass fand oder Rap Money oder Hardcore. Sind schon geile Songs drauf. Einer von Millionen war ja auch ein übertriebener Hit.
haben wir hier den Klassiker von Capital Bra, Berlin lebt. Fand ich übertrieben nice. Eine Mischung aus richtigen Rap. Sind auch noch mehr Rap-Songs drauf als Pop. Auch Neymar mit UFO. Schade, dass die nichts mehr machen. Wenn ihr wisst, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was der Grund genau ist. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe mal ein bisschen was gehört, aber richtig Bescheid weiß ich nicht. One Night Stand ist auch ein geiler Song. Ja, Digga, ist einfach ein geiles Album. Meisterwerk. Ist, glaube ich, auch Gold gegangen. Soweit ich weiß, das Album. Das heißt immer schon, was in Album Gold geht. Haben wir hier das für mich schlechteste Mert-Album, Boxerschnitt. Aber hat er ja auch gesagt. Wir sind natürlich auch ein paar geile Songs drauf, wie Nagel Neu oder Boxerschnitt, Roberto Carlos, Pellmut fand ich auch noch sehr nice. Check das ab. Jaleel Black Panther, seitdem ist glaube ich kein Album mehr gekommen. Ist schade. So ein gutes Album gewesen. Flair Olex Sash, Flair Remo, Flair Summer Jam, Mike Singer, Flair M090 und Marshanda. Geile Songs drauf auch. Wie Mike oder Swish Gang oder alles LIT. Check das selbst ab. Aber diesen Straßenfilm habe ich bei Jaleel noch mehr gefeiert. Dann natürlich 30F80 von Sido, wo dieser Mammut-Remix war. Von Bushido war da mit drauf, Nazar war da mit drauf, Lars war da noch drauf. Frauenarzt, Money Mark und viele andere noch. Aber ist auch ein legendäres Album geworden. Aber Digga, wie ich diesen Track gehasst habe, egal, Sido hat alles richtig gemacht, war sauer erfolgreich. Aber einer dieser Steine, Digga. Ich hasse diesen Track so. Digga. Dann 18 Karat, Geld, Gold, krass. Da absolutes Brett drauf, Mama ist nicht stolz oder Komm ins Café 2, finde ich noch geil. Oder auf einmal sind alle korrekt mit Bones hier. Freitag kommt übrigens die 18 Karat Box, wenn sie pünktlich kommt, kommt natürlich auch ein Unboxing dazu. Freunde von Niemand Sampler Teil 3, habe ich nur gehört wegen Bissi Montana, habe ich mir den geholt, weil ich den so feier. Ist glaube ich dreimal hier drauf vertreten, Digga. Die können natürlich trotzdem alle rappen, war ganz okay, aber die hätte ich mir sonst nicht geholt, bin ich ganz ehrlich. Ich bin eigentlich immer ehrlich, aber... sagt man so. Dann Falco, haben sie so eine Remix-CD rausgemacht. Da sind Sido, Contra K, San Diego, Chelo und Abdi sind drauf, Haze ist drauf, Jugglers sind drauf, wo man nicht ausspricht, Zugezogen Maskulin, Alias, 3 Plus, NASA, Omeka, Frauenarzt. Da haben wir Fahrt, bei Fame hört die Freundschaft auf. Das Album, die Tracks sagen mir jetzt nicht wirklich viel. Dieses Shalom Servus war, glaube ich, ganz nice. Rap ist tot. Ja, war auch ganz nice. Aber sonst erinnere ich mich eigentlich gar nicht mehr groß an das Album, wenn ich ehrlich bin. Sido hier mit dem Album. Bam. Löwenzahn oder Astronaut natürlich. Zur Straße. Gürtel am Arm. War ja schon ganz okay, das Album. Aber auf jeden Fall nicht eins meiner Lieblingsalben von Sido. Sampler 4 von den 187. War geil, gerade Millionär. Ein übertriebener Hit gewesen. Feier ich übertrieben den Song. High und Hungrig von Jizzes und Bones natürlich. Ist auch schon lange, lange her. Aber habe ich mir auch im Nachhinein besorgt. Algier, wieder mal angeklagt. Auch sehr nice, habe ich viel gehört damals. Kriminell hieß der Song, glaube ich, ne? Multikriminell mit Mosch. Mosch ist auch schon lange dabei, ne? Denkt man gar nicht so. Dann Bowser, Fieber, ihr wisst Bescheid. Ja, Mary, dieser Schlager-Hit mäßig, aber hat mich jetzt überhaupt nicht gecatcht, das Album. Sagt man doch, glaube ich, so, ne? Maximum haben wir hier nochmal. Ich habe das richtige Album auch noch da drin. Ich wusste nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Ich habe die irgendwie beide da drin. Fero für 7 fand ich dieses Ja-Ja extrem nice. Die Singles waren halt ganz gut, aber das Album im Nachhinein fand ich halt gar nicht gut. So außer die Singles, wie es bei vielen Rappern leider ist. San Diego's Started from the Bottom und Krabben Coke Tape. Natürlich geiles Album gewesen. Ich fand CD1 aber etwas besser als CD2. Hoffentlich kommt mal wieder ein San Diego-Album dieses Jahr endlich. Da haben wir direkt das nächste Plankton-Tape. Wenn das nicht auf dem Index gelandet wäre, dann wäre es Gold gegangen. Ich glaube 70.000 Einheiten oder so hat er mal gerappt. Digga,
heftiger Move gewesen damals. Jemma Pell, kriminell, 18 Karat, habe ich auch sehr lange gehört, kann ich nur jedem empfehlen. Richtig, richtig, richtig krass. Farid AK, Jizzes, die Supremos sind drauf, Wasel, Capiz, Summer Jam, Casey, Kollegah, kann ich jedem empfehlen. Ist krass. Für mich mein Lieblingsalbum von 18 Karat. Busy Montana. Mucke aus der Unterschicht 4, das ist auch richtig erfolgreich gewesen. Da dachte ich, er kommt zurück. Was heißt richtig erfolgreich? Aber ich glaube sogar Top 10. One-Way-Ticket oder Fernbedienung. Egal, Part 3, Theater, Endstation sind schon geile Dinger drauf. Haben wir hier Motrip. Mama, auch sehr erfolgreich das Album. Hier können wir die Tracklist. Ich bin jetzt nicht so der beste Freund von Motrip, so der größte Fan so mäßig, aber. Ist ein krasser Rapper, muss man will. Fuego fand ich ein bisschen enttäuschend, aber da waren so Songs wie Fuego oder Habibo, Uff, das waren halt auch richtige Bretter-Songs, also richtig krasse Songs. Hitman fand ich sehr geil. Unikat, das hat sich halt so angehört, als wäre es schnell runtergeschrieben, den Hype mitnehmen, schnell noch ein Album rausbringen, so mäßig. Mero Unikat, für mich das schlechteste Mero-Album. Aber Casey Rebel mit Abstand. Sein letztes richtig krasses Solo-Album für mich. Benz AMG zum Beispiel mit Summer Jam oder Alpha, Paper, iPhone 7, 17 meine ich. Moskitos, Ballermann, Digga. Kranke Songs. Bisschen traurig, was so irgendwie aus Caseys Musik geworden ist, so für meinen Geschmack. Dann der erste Teil vom Asphalt Massacre, Farid Bang, legendäres Tape, damit fing es an. Sehr nice. Dann Farid Bang, der letzte Tag meines Lebens, war sehr viel, sehr deep. Sehr viele Themensongs, glaube ich. Alemannia, keine Tränen. Ja, irgendwann, du fehlst mir, German Dream. Aber auch sehr, sehr krank, das Album. Neue Deutsche Welle, 2 vom Flair. Auch Flair, als er so den Beef mit Farid hatte, er hat so seinem Mann gestanden, hat so Farid und so den Beef jahrelang durchgehalten. So. Jeder hat zurückgesteckt, aber Flair hat sich durchgekämpft und ist stärker zurückgekommen als denn je. Starkes Album, auch damals gewesen vom Flair. Neue Deutsche Welle 2. Dann hier Echoes 1000 Bars. Fand ich auch sehr nice. Habe ich mir extra das Heft geholt, weil ich die CD haben wollte, weil ich die 1000 Bars so cool fand. Echo Fresh, 1000 Bars. Da haben wir Capo, alles auf Rot. Übertrieben nice das Album. Da sind Song, das Intro-Song oder Lambo Diablo, GT ist glaube ich sogar Platin gegangen. Manhattan City Gang, alles auf Rot. Mond, kann ich nur jedem empfehlen. Krankes Album. Wobei ich aus der Wüste ist glaube ich mein Lieblings-Kodo-Album. Zack. Verbrecher aus der Wüste halt, Brecheisen, die üblichen Verdächtigen, auch Ali Boumaier ist sogar drauf, Abu Dhabi Style, Star ist auch sehr, sehr geil. Dann haben wir CCN2 von Bushido und Saad. Das war, glaube ich, so das erste Album, was ich wirklich komplett durchgehört habe. Digga, es erinnert einen an krasse Zeiten. Und jetzt in der Box einfach eine EP von den beiden. Fuck, ey. Finde ich, ist nichts passiert. Hebe ich gleich auf. Haben wir hier JBG vom Farid und Kollegah. Die haben ja EGJ komplett zerstört. 80.000 Boxen haben ihren Teil dazu beigetragen, dass EGJ jetzt nicht mehr gibt. Muss man einfach sagen. Denke ich auf jeden Fall. Aber krankes Rap-Album. Dann haben wir hier den Jesus Sampler. Mit seinen ganzen Newcomern hier drauf. Was war das andere? Oh, CCN3. Aber nichts passiert anscheinend. Zack. War von den Beats her nicht so meins, aber sonst ein geiles Album. Beats hätten noch besser sein. Waren keine schwachen Beats oder so, aber hätte andere Beats mehr gefallen. Freezy von Echo Fresh fand ich auch sehr nice. Rap-Lexikon. Mund auf, ich komme. Willkommen in meiner Welt. Ich vermisse dich, Bruni. Check das ab.
Echo Fresh ein richtig krasses Album. Es kommt wieder ein Echo Fresh Album. Mal sehen, wie das wird. Dann das allererste Fahrtalbum, glaube ich. Sieht man ja auch auf dem Bild, dass das sehr, sehr, sehr alt ist. Gott liebt die Gedulden. Wie ich damals auf das Album gekommen ist eigentlich eine coole Geschichte. Da war Kanake sein, ist halt Track 7. Und da hat er auf dem One Piece Beat gerappt und so. Und das fand ich so legendär. Ich mir das ganze Album geholt und so weiter. Ne? Und der hat dann, der hat ja auch damals zum Beispiel Kay und Shindy entdeckt, ne? Soll sich mal reinziehen, dass der nicht erfolgreicher ist. Feier ich. Und ich bin ja One Piece Fan des Todes. Ein Capino von Capo und Nemo war nicht so mein Ding, aber war glaube ich auch nicht so bei den Fans so erfolgreich. Dann haben wir hier Sammy Deluxe. Ich glaube das einzige Album, das ich von Sammy habe. Aber er ist Legende, muss man einfach anerkennen. Ein Almas von Kodo. Was ist eigentlich aus Kodo geworden, Alter? Das frage ich mich die ganze Zeit schon. Ein Signal, Almas Musik, Meine Welt, Business, alles geile Song oder Halbmond. Habe ich auch sehr, sehr viel gehört. Dann haben wir hier Bowser mit drei Farbenhaus am Start. Bowser ist halt so mehr Singen und Rap, irgendwie so ein Mix, Alter. Ab und zu haut er so einen Song raus, wie du Liebe nennst, was dann wirklich jeder feiert. Dann Elektro Ghetto, auch ein legendäres Album natürlich. Deutschland gibt mir Mike, er ist guter Junge, diese zwei Hund. Digga, Willkommen, boah, ich das viel gehört, Alter. Knast oder Ruhm, war ein geiles Album. K1 Kenneth allein zu Hause, habe ich in der Zeit gehört, wo ich sehr down war. Haben mir auch damals sehr geholfen. Style und das Geld, ich brech die Herzen. Kenneth allein zu Hause, irgendwann. Bushido, sind nice Tracks drauf. Schade, dass von K nichts mehr kommt leider. Albummäßig. Keiner kommt klar mit mir, vom Flair. Check das ab. Frank White Album, sehr nice. Alles fake oder ich schwöre. Credits, Frank vs. Flair, Wheel Talk. Der Asphalt glänzt, du Keck. Alles sehr nice. Wer weiß, ob wir Frank White nochmal so kriegen. Das ist das gute Pop-Album von Hengst, was ich meine, habe ich sehr gefeiert. Weck mich nie wieder auf mit Jascha oder die Freaks kommen um Mitternacht. Halt, stopp mit Sido. Oder 4 Jahre, typisch ich. Da sind schon echt nice Dinger drauf. Gebt euch das, wenn ihr solche Musik mögt. Desperados 2. Auch PA und Kianosch machen immer viel zusammen. Mörder, auch übertriebener Hit gewesen. Oder Paradies fand ich geil. Headbanger oder Ratten 2. Sind sehr viele nice Songs drauf. Ein ASAP habe ich schon oft gesagt, dass mich das Album ziemlich enttäuscht hat. Überhaupt nicht mein Ding. Aber wie gesagt, ist nur meine Meinung, gerade zu Rap-Fan, wie es immer auf dem Kanal ist. Dann haben wir hier natürlich noch Mert, Delikane. Das Album fand ich auch nicht so gut, aber noch besser als Boxerschnitt zumindest. Anonym mit Hannoveraner war ein ganz guter Start mit Ghetto-Sterne. Hannoveraner, Malavita, Cannabis 2. War ganz solide auf jeden Fall, dass man ihn so auf dem Schirm haben könnte. Aber war jetzt auch nicht so, dass ich dachte, wow, krass. Wampin' in the Jungle von Ali Boumaier. Bam. Ich glaube, das hatte ich glaube ich vorhin schon. Ich glaube, das habe ich zweimal hier liegen. Warum auch immer. Wastel Hitman, überkrankes Album. Bam Bam. Oder besser als 50 Cent, Bargeld, Kleiner Carbon. Das Album kam zu einer geilen Zeit raus. Da war ich in Italien unterwegs, im Urlaub. Yakuza mit Luciano und Digga, habe ich brutal gefeiert, das Album. Dann haben wir noch von Kollega Boss Aura. Ich finde es Blödsinn, Boss Aura 2 zu machen, so mit dem Titel, weil das halt nicht ein richtiges Kollabo-Album von den beiden ist, obwohl die zusammen an den Album gearbeitet haben. Ich würde einen anderen Titel cooler finden, aber hoffentlich kommt da mal was. Silla vom Alk zum Hulk. Damals, als ich noch richtig viel gepumpt habe und so, habe ich das Album viel gehört und ich habe früher auch viel getrunken und so. Deswegen konnte ich mich damit immer gut reinversetzen. Geiles Cover auch. Jetzt. Blanco von Kodo und Majo. Damit begann das so ein bisschen, dass mit Majo immer so bergab ging. Also für mich. Ne? Hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann haben wir noch von Shirin David, Super Size Me. Super Size meine ich, oder? Ja.
Man kann jetzt von ihr halten, was man will. Plastikmusik schreibt sie selber, dies, das. Aber sie hat schon gut abgeliefert, ne? So insgesamt. Oder ihr Team, wie man auch immer. Aber machen die ja alle, die weiblichen Rapper, habe ich gehört. Bei Loredana und Katja war es zum Beispiel auch so. Oder ist es so? Luciano eiskalt, damit begann alles, der Hype und so. Eiskalt oder jeden Tag. Vorankommen, auch geiler Track. Oder Pax immer noch. Dann haben wir natürlich noch Jigsaw, Jiggy, wo er noch bei Kollega war. Feiere ich auch eigentlich nicht mehr so, Jigsaw. Mohammed Ali, das Flop-Album von Ali Asomotip, war vielleicht ein gutes Album, aber der falsche Sound. Die Leute wollten was ganz anderes von den beiden. Zwei der krassesten Schreiber, die es gibt im Game. Motip nochmal in Embryo, sein Debütalbum, auch sehr nice gewesen. Da fand ich ihn noch besser, wo er bei Flair war, zum Beispiel. Schreiben, schreiben, schreiben. King, Canon. Tagebuch, Kanake mit Grips, Kettenreaktion, Embryo, waren schon geile Dinger bei. Mo Dirty Shit Trip oder wie ging das immer? Casey Banger rebellieren. Boah, da war echt gerade noch Egoist mit Kollege, habe ich das gefeiert oder Auge oder High One, Revolution, der Money Boy Diss, war echt lustig gemacht. Rebel Army. Wir sind jetzt sofort durch, Leute. Sailed, Engel mit der AK2. Finde, gelungenes Comeback seit dem Weggang von Kollega. Ist mit Kollega auch noch cool geblieben, haben noch MP5-2 gemacht. Nice. Dann haben wir King Kong, war kein schlechtes Album, im Gegensatz zu BTK fand ich es halt nicht so gut. Dann, ja, hier das Debütalbum von Jigsaw damals bei Kollega, das er ihn aus dem Knast geholt hat, das war schon geil. Da, seit dem Album hole ich mir kein Macho-Album mehr bis jetzt, habe mich auch nie wieder überzeugt bis jetzt. Ja, aber es ist nur meine Meinung, wie gesagt. Da haben wir K1, der Junge von damals. Waren ein paar nice Tracks bei, aber insgesamt fand ich das Album auch nicht so nice. Der Junge von damals fand ich natürlich echt nice. Also der Track Jamul mit dem schrecklichsten Cover für mich. Digga, aber sonst ein geiles Album. Abgeliefert, Platz 6 in den Charts in seinem ersten Album. Digga, was wollen wir mehr? PA Sports hat einfach ein Händchen für Signings. PA Sports, Animus mit dem Album Beast Mode, wo auch ein paar ganz nice Tracks drauf sind, habe ich damals geholt, wo er bei Flair unterschrieben hat. Dann so ein Beuteschema-Sampler von der Lunkenbande haben wir hier noch. War nie so mein Ding, so richtig. War mal ab und zu ein paar geile Tracks bei. Hier nochmal ein Azad-Album. War aber nicht so mein Ding, wenn ich ehrlich bin. Nicht immer, aber sagt man so, ihr wisst schon. Fast Life waren sehr geile Tracks drauf mit hier. Da kam er auch aus dem Knast raus und so. Mama überlebt war geil oder Kriminell. Oder der Track mit Raf Kuabon oder wie man den ausspricht. Hier check nochmal selber ab. Dann haben wir noch Ego vom Fahrt. Auch ein nices Album gewesen. Gerade Nazizi oder Rohdiamant. Slattern, ich bin nicht so einer, habe ich auch übertrieben gefallen. Bonnie und Clyde. Storytelling King ist einfach Fahrt. Alter Ego, der zweite Teil vom Klassiker Alter Ego. Ist nice, aber kann natürlich am ersten Teil nicht dran. Da war noch Hilf dir, nicht, Hilf dir selber oder Junge ohne Herz oder Peter Pan, Rashid und Jamal. Digga, was war das für ein Album? Klassiker. Enno mit Bonität. War nicht so mein Album, aber bei Enno ist so ab und zu mal ein paar Tracks, die ich gut finde. Aber insgesamt als Album habe ich jetzt noch keins richtig krass gefallen. Dann Hengst, Majo sag ich schon, Macho. Ich spiegelt sich die Straße, übertriebenes Brett. Dann der Track mit Julian Boss, fand ich auch sehr geil. Hat sehr abgeliefert, wird krass unterschätzt, aber hat seinen Hype leider verpennt, muss man leider so sagen. Da haben wir Hengst mit Hasso, sehr enttäuschend war ich von Caseys Entwicklung, aber. Ja, was willst du machen? Ist ja nur meine Meinung. Deswegen diskriminiert mich nicht gleich, sondern wir können gerne den ganzen Tag darüber schreiben und so. Insta, YouTube, ihr wisst schon Bescheid. Dann kommen wir auch zum letzten Album, Zilla Audio Anabolica. War auch noch sehr nice eigentlich. 1984 oder immer noch ein Rapper. War Flair und so noch drauf, Blut und Kasse und so. Check das ab. Jo, das war mein Video über meine CD-Sammlung wegen den 200 Abonnenten und so. Habe ich euch ja versprochen. Und ja, wir geben weiter Gas. Boxen kommen, Reactions kommen, Rap-Talks, alles Mögliche. Ihr wisst schon Bescheid. Ja,
Jetzt habt ihr meine CD-Sammlung gesehen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und dann am Gewinnspiel unter Danke 2020 bla bla müsst ihr drauf gehen. Wer noch mitmachen will, alles was ihr wissen müsst, erfahrt ihr in dem Video. Bleibt stabil. Wir geben weiter Gas 2021 und ja, danke an jeden, der mich supportet und ich bin raus, Leute. Peace.